Läuft, ne? Achso. Ja. Ich bin dann immer lustig, wenn du voraussetzt, dass ich von irgendwas Ahnung hätte. Nicht? Ja, doch. Ja, von was hast du denn? Aber wir machen doch den Podcast doch jetzt seit 2 Jahren. Wie soll ich denn wissen, wie lange das Intro ist? Da achte ich doch nicht drauf. Ich höre das doch immer nur. Mann. Guck's mal auf. Ja. Zeitleiste. Kann ich doch nicht. Ich hab doch hier keine. Ja, Intro müsste vorbei sein. Okay, ja, dann kropft's euch. Kropft's euch. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Wir sind mal wieder sonntagsmorgens, kurz vor der Veröffentlichung. In 2 Stunden geht die Folge raus. Das heißt, wir geben ein bisschen Gas. Entschuldigt bitte, sollte ich mal ein Hüsterchen haben oder so. Ich kränkel etwas. Ja, deswegen muss ich heute mehr Reden übernehmen. Der Timo hat Schnodderseuche. Ja. Keine Angst, ist weder Corona noch Maloklauen oder Schweinegrippe. Eine Maloklauen-Seuche war das ja, ne? Ja. War das keine Grippe? Ne, war eine Seuche. Ja. Keine Ahnung, Junge. Ach ja. Müsste man mal recherchieren. Könnte man. Ja. Ja. Ne, wie ihr es kennt, wie wir es halten, seit Dekaden gefühlt. Fragen, fraglichen Content. Ich bin mal vielleicht gespannt, wenn ich diesen Fragengenerator hier durchgespielt habe. Ich glaube, bei den meisten Fragengeneratoren dauert das nicht lange, weil sich da im Normalfall keiner so intensiv mit beschäftigt, wie wir uns mit unseren Fragengeschichten. Naja, also hier steht halt Hundreds of random conversation starters and dozens of subjects. Ja. Schauen wir mal. Mein Kommentar zu deinem englischen Akzent lasse ich mir jetzt einfach mal stecken. Ja, kannst du ja auch. Mach ich auch. Bin ja kein Native-Speaker. Native-Speaker. Ja. Richtig. Was für eine Box. Du bist dran. Ja. Fängst du an? Soll ich anfangen? Fang nur mal an. Eine Frage, die eigentlich schon offensichtlich bei uns ist, aber die noch nie gestellt wurde. Was ist dein Lieblingsvideospiel? Boah. Mein Lieblingsvideospiel. Also so ein Spiel, was ich eigentlich immer spielen kann, ne? So. Ja, oder was dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Oder was mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Boah, ich kann mich da gar nicht so richtig auf eins festlegen, wenn ich ehrlich bin. Also, ganz schwierig für mich jetzt. Okay. Ja, also ich bin ja so ein Rennspiel-Freak, sag ich mal, ne? So, ja. Alles, was du fahren kannst mit Räder und so, gib ihm, bin ich dabei. Mobicar Simulator 2002. Ja, scheißegal, würde ich spielen. Allein schon wie der Hupe. Richtig. Also in Erinnerung geblieben ist mir ganz klar Grand Prix 3. Für alle, die es schon mal gehört haben, für die, die es nicht gehört haben, ist ein Rennspiel. Das war so ziemlich das erste Spiel, womit ich so richtig Kontakt hatte am Rechner. Hat mein Vater nämlich gespielt und dann saß ich da immer. Hast du, glaube ich, mal erzählt. Habe ich, glaube ich, mal erzählt. In einer unserer ersten Folgen, ja. Ist aber halt nicht so mein Lieblingsspiel. Also, boah, das ist echt schwer. Also, ich mag halt viele Spiele, ne? So, wenn ich in meine Steam-Bibliothek gucke, dann müsste mein Lieblingsspiel gerade Battlefield 5 sein. Pile of Shame, ja. Keine Ahnung, also wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, wo ich immer wieder reingucken kann und das immer wieder Bock macht und immer wieder was Neues ist, und dann ist es Forza Horizon 4. Okay. So, das ist eins meiner Lieblingsspiele derzeit, ja. Ja. Bei mir ist es FIFA 2002. Das war das letzte FIFA, was ich gespielt habe. Nein, tatsächlich kein FIFA-Teil. Ich mag FIFA. Also FIFA in der Runde mit einem Bierchen dabei kann mal ganz lustig sein mit den richtigen Menschen, aber ansonsten ist halt immer nur Copy-Paste von EA. Ja. Mein Lieblingsspieler müsste ich 2 nennen, beziehungsweise sogar 3. Dann tu das. Das liegt mit den Sachen zusammen, die ich damit so verknüpfe. Zum einen ist das Lineage 2 für Unkundige, und das werden wahrscheinlich eine ganze Menge Leute sein. Das war so damals die größte Konkurrenz zu World of Warcraft. Mhm. Und das war mein Beginn, was Online-Spiele angeht. Oder ja, auch Online-Rollenspiele angeht. Und
Darüber habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute befreundet bin. Und das war so der Beginn meines Abstiegs aufgrund von Videospielen. Da ist echt eine Menge Zeit drauf gegangen, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal Das erzählt, hast du schon mal erzählt, ja. dass ich da ganz, ganz viel liegen gelassen habe in meinem Leben. Aber ich bereue daran wenig aufgrund der Tatsache, dass mir das auch viel gegeben hat. Dann Modern Warfare 2 von Call of Duty. Ganz weit oben, ist auch bis heute noch in den Top 3 meiner Steam-Bibliothek, obwohl ich jetzt seit Jahren nicht mehr angefasst habe. Ja. Habe ich auch unendlich viele Stunden reingeballert und ja, reingeballert im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war so der erste Shooter, wo ich wirklich gut drin war. Und deswegen hat sich das quasi so selber getragen, dass ich das gerne gespielt Ja. habe und auch lange gespielt habe. Und so, wenn ich so drüber nachdenke, so mein Lieblingsspiel, was ich mir mehr als einmal gekauft habe, was ich mehr als einmal durchgespielt habe und was ich auf diversen Systemen besitze, ist es The Witcher 3. Ich Ja. mag das Witcher-Universum, das ist bis heute für mich das beste Rollenspiel, was es gibt. Ich weiß, einige Anhänger von Gothic oder Skyrim oder so werden mich da verhassen, aber ich finde es großartig. Die Welt, das Universum, das Witcher-Universum, super gemacht, großartig geschrieben, die Charaktere großartig gemacht und die Spiele grandios umgesetzt, auch wenn sie nichts bis gar nichts mit den Büchern zu tun haben. Ja, also mir sind gerade zwei Dinge so in den Kopf gekommen. Du hast jetzt drei Spiele genannt. Ich könnte natürlich auch noch mehr Spiele nennen, so, weil, Ja, wie bitte. gesagt, ich kann mich halt nicht auf eins festlegen. Sag mal, wir haben mindestens eine halbe Stunde Zeit. Du kannst reden, was du Das möchtest. ist richtig. Du hast jetzt quasi ein Online-Rollenspiel genannt, ein Shooter genannt und ein normales Rollenspiel genannt. Ein Singleplayer-Rollenspiel quasi. Verzeihung. Wenn ich mich da, ich hangel mich mal so da lang und sag jetzt mal aus den Genres auch einfach meine Lieblingsspiele. Nochmal. So, ne? Dann kann man das vielleicht vergleichen, wie unterschiedlich wir sind. bei bestes Online-Rollenspiel bin ich ganz klar bei Final Fantasy XIV, weil das Online-Rollenspiel ist, was ich am meisten gespielt habe. Was mir bisher am besten gefallen hat. Ja, ich habe auch mal, keine Ahnung, was habe ich ausprobiert? Elder Scrolls Online habe ich gespielt. Dann habe ich gespielt Terra Old hast du viel Republic. gespielt, habe ich gesehen. Was? Terra. Terra habe ich viel Oder gespielt. Terra. Ja. Ja. War auch gut, aber Final Fantasy ist besser. Ja, da muss ich dazu sagen, finde ich auch. Ist auch definitiv besser als das Lineage, was ich genannt habe. Das war halt nur andere Gesichtspunkte, die ich da angeführt habe, Ja, aber warum es mir war das so. also Final Fantasy XIV war so wirklich, wenn mich einer fragt, was für ein Online-Rollenspiel hast du gespielt, dann fällt mir als erstes Final Fantasy ein. Ja. Natürlich noch mehr irgendwie mal, ne? Beim Shooter bin ich zwiegespalten zwischen Counter-Strike, Source und Call of Duty Black Ops 2. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich beide kacke. Ja, gut. Wo ich eher Black Ops 2 nennen würde, weil ich das mit Kollegen damals gespielt habe und auch Ranked gespielt habe und das schon Bock gemacht hat. Schon sehr. Und Einzelspieler-Rollenspiel. Witcher habe ich nie durchgespielt. Schande über mein Haupt. Würdest du jetzt sagen? Oh, da kenne ich viele Leute. Ja, ich weiß nicht. Also, ich tue mich mit Rollenspielen halt eh schwer. Von daher ist das für mich, müsste ich gerade überlegen, welches Rollenspiel ich wirklich, also Singleplayer-Rollenspiel, ich wirklich durchgespielt habe. Und ich glaube, da hängen wir bei Knights of the Old Republic 1 und 2. Wo ich mich nicht mal an die Enden erinnern könnte. Weil zu lange her. Aber das sind, glaube ich, die einzigen Singleplayer-Rollenspiele. Ah, obwohl, nee, Final Fantasy. Final Fantasy X
Mehrmals. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel, ja. Final Fantasy 8 mehrmals. Ja, aber das sind so, also Final Fantasy bin ich auf jeden Fall dabei. Den neuesten Teil, also den 15er Teil, habe ich auch noch nicht durchgespielt. Weil aber auch Ja, einfach lohnt auch nicht, das irgendwie, Ende ist einfach Kacke. ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir dazu aber auch die Zeit, so ein bisschen mich da so richtig Ja. reinzufuchsen, sag ich mal, da so drin zu bleiben. Also das ist so ein Ding, das würde ich halt wirklich, wenn ich mal 2 Wochen Urlaub habe und dann muss ich aber Bock haben, aber dann ziehe ich das durch. Ja. So. Was mir auch aufgefallen ist, dadurch, dass wir halt so ein Easy Access zu den ganzen Games haben, durch die ganzen Plattformen, Steam etc. und so weiter. Es ist selten, dass ich bei einem Spiel so lange dranbleibe, wie es mal war. Also ich kann mich noch erinnern zu PlayStation 1, 2 Zeiten, wenn du da irgendwie ein neues Game dir gekauft hattest oder irgendwie ausgeliehen oder zu PlayStation 1 Zeiten auch noch raubkopiert hattest, da hast du dich hingesetzt und das hast du durchgezockt. Ich weiß nicht, wie oft ich die Remakes von den alten Final Fantasy Teilen mittlerweile angefangen habe und nicht wieder zu Ende gebracht habe, weil ich einfach dann wieder bei irgendwas anderem versackt bin. Der Problem ist einfach so, wir haben jetzt auch was das Finanzielle so ein bisschen angeht, mehr Freiheiten als früher. Ne? So gefühlt ist es aber halt auch durch die ganzen Online Handelsplattformen, ne? MMOGA oder Ja. sowas, und die ganzen Sales einfach unglaublich günstig geworden teilweise. Und Ja, dann holst du dir das ein ist ja das, was Spiel. ich sage, diesen Ja, Easy ja. Access, den wir da haben. Genau, und früher war es ja so, du hast dein Taschengeld gespart oder hast zum Geburtstag oder Ostern oder sonst irgendwas, hast du mal ein Spiel gekriegt, hast dir halt überlegt, welches oder ja, aus der Videothek ausgeliehen und dann hattest du nur ein Wochenende, dann musst du da durchziehen, ne? Vor allen Dingen war ja auch, sag ich mal, die Promo eine ganz andere, ne? Du hast halt, wie hast du von einem neuen Spiel erfahren? Ne, entweder hat dir einer was davon erzählt und hat dir gesagt, hier, guck mal, du hast in irgendeiner Zeitschrift was gesehen oder Ja. mit hoch kam eine Fernsehwerbung. Und heutzutage, gerade mit dem Internet, wenn eine neue Trailerwelle kommt oder sonst irgendwas, dann sitze ich hier mal eine Dreiviertelstunde vor YouTube und gucke mir die ganzen Trailer an. Oder Reviews oder sonst irgendwas. Das hat es ja damals auch alles nicht. Ja, das stimmt. Wir hatten ja nichts. Er hat nichts richtig. Ja. Ich weiß noch damals, ich hatte, bin ja einen Zacken älter als du. Das ist richtig. Und damals so Super Nintendo Zeiten, also vor der PlaySea, lass es Ja. 96, 97, 98 gewesen sein. Das war noch, da hast du dir die Neuerscheinungen noch mal einmal die Woche in der Videothek angeguckt und hast dir die ausgeliehen. Ja, das kenne ich halt auch noch so zur Videothek gehen, PlayStation 2 Ja. Zeiten oder auch PC Zeiten und dann halt gucken, was ist neu, ist es da, weil war so eine kleine Videothek bei mir, ich komme ja vom Dorf quasi, ne? Ich weiß noch, hier so GTA Vice City, die hatten eine Kopie davon, eine. Okay. So, kannst du dir vorstellen, wie oft ich da Ja. hingegangen bin, um zu gucken, ob das da ist. Quasi Richtig. jeden Weil Tag. Ja. Gehen wir ja. mal weg von Computerspielen und Spielen und Aber es ist wieder mal faszinierend, ne? Thema Videospiele kommt auf und wir schweifen schon wieder in Ferne. das korrekt. Ich könnte auch noch Ja. stundenlang weiter, also so ist nicht. Moment, mein Englisch hakt. Nein, Quatsch, mein Englisch hakt nicht, mein Deutsch hakt. Ich weiß, was das heißt, Okay. kannst du nur nicht erklären. Was für. Was ist denn annoying? Wie übersetze ich das denn jetzt? Nervend. Ja, was für nervige Dinge tun alte Leute, schrägstrich junge Leute? Also würde ich halt differenzieren. Was findest du, Okay. tun junge Leute nerviges und was tun alte Leute nerviges? Warte mal, ich habe hier gerade wieder mal Polizeieinsatz vor der Haustür. Er macht nichts, ich höre nichts. Wenn die fragen, ich war bei dir. Was? Ja, kann ich für beide mit einem Wort antworten, aber die machen das beide jeweils unterschiedlich. Okay. Das ist Ignoranz. Ja. Das habe ich schon öfter mal erwähnt, das ist einfach eine Sache, die mir tierisch auf Eier geht, beziehungsweise aufs Ei.
so alte Leute, die einfach, ja, man sollte Rücksicht nehmen auf ältere Menschen. Bin ich Ja. definitiv dabei. Man sollte vor jedem Menschen einen gewissen Grundrespekt haben. Aber in meinen Augen haben alte Leute kein Recht, das einzufordern, nur weil sie alt sind. Ja. Ne? Das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Behandelst du mich mit Respekt, behandle ich dich mit Respekt. Behandelst du mich wie den letzten Assi und forderst aber Respekt und rechtfertigst das damit, dass du alt bist, kriegst du von mir eine Packung. Ja, verstehe ich, was du meinst. Ja. Ignoranz, ja. Und bei jungen Menschen einfach auch diese Ignoranz im Sinne von, das habe ich auch schon mal öfter erwähnt, dieses kein Blick für das Umfeld haben. Ob es jetzt ich hätte jetzt mal das Inventory gesagt, das, ja, die Umwelt um sich rum im Sinne von irgendwie öffentliches Eigentum, was dann mies behandelt wird, oder Menschen um sich rum, wo nicht drauf geachtet wird oder sonst irgendwas. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Ja. Vor allem nicht, wenn ich in der Nähe bin. Ja, das ist halt ne, immer jetzt auch so schnell gesagt. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel und Ja, sowas, ne? sicher, man kann mal, bin ich, dass ich So. pauschalisiere. Das Ja. ist, ne? Schublade und so, ne? Mhm. Ja, ich bin da ähnlich wie du auf dem Dampfer. Dieser Respekt, den man generell jeder Altersklasse entgegenbringen sollte. Also ich hatte da gerade so ein Beispiel, wo du sagtest, dass ältere Leute irgendwie immer was einfordern. Beispiel im Bus oder in eine Bahn oder so. Oder du sitzt irgendwo, keine Ahnung. So, dann kommt eine ältere Person an und selbstverständlich, würde ich meinen Sitzplatz räumen für diese Ja, Person. klar. So. Ne, wenn ich in der körperlichen Verfassung bin und sage, jo, ich kann jetzt auch stehen, gar kein Thema, dann fordere ich oder dann mache ich meinen Platz natürlich frei. So, wenn da jetzt jemand ist, eine jüngere Person auf Krücken und eine ältere Person, ich würde der jüngeren Person den Sitz geben. Selbstverständlich. So, ja, und ich sage dir, gebe dir Brief und Siegel, weil ähnlich schon passiert, da hatte ich Krücken und sollte aufstehen, sagte der alte Mann, weil er ist ja alt, wo ich mir dann dachte, ja, Digga, ich kann aber nicht stehen. Ne? Wo wir wieder bei genau dem Knackpunkt sind, was du angesprochen hast. Das finde ich halt schwierig dann. So, ja, du bist Richtig. alt, so, aber okay. Du kannst aber Ja. wahrscheinlich besser stehen als der Junge mit Krücken, der sich nicht festhalten kann. Richtig, Weil er davon die ab Krücken ist das ja festhalten dann auch muss, ne? immer, ist das ja dann auch immer eine Sache. Ja, weg ist der Satz. Schade. Gut, Ja, ne? weiter. Und ja, in so einer Situation finde ich es dann halt, ne, wenn jetzt da zwei Leute sind, die eben nicht stehen können, nicht lange stehen können, dann erwarte ich eigentlich, und das geht dann halt eher an die jüngere Generation, dass die dann halt aufstehen für einen von beiden, wenn ich Ja. für einen von beiden aufstehe. So, dass halt beide Richtig. sitzen können und die Leute, die stehen können, stehen. So. Ja, das ist auch schon diverse Male passiert, dass gerade irgendwie so zwei, drei ältere Leute reinkamen und ich habe dann meinen Platz geräumt, selbstverständlich, und dann irgendwie so zwei Sitze weiter so ein Halbstarker. Spacko da einfach das Geschehen beobachtet hat. Ich meine, wenn du gerade mal aus dem Fenster guckst und wenn du gerade mal auf dein Handy guckst und das nicht mitkriegst, okay, gehe ich sogar noch mit konform, ne? Ja, du kriegst es auch manchmal nicht mit, ist mir auch schon passiert, dann wurde ich So. angesprochen, so könnte ich da Richtig, sitzen? genau. Ja, klar, So. natürlich. Und dann die Leute dann auch wirklich mit einbeziehen und zu sagen, hör mal, wie sieht aus? Willst du nicht mal aufstehen? Ne? So, wenn ihr dann eine Entweder. Welle schiebt, dann sind wir in einem Bereich. Ja, entweder du stehst jetzt auf oder ich stehe dich auf. Richtig. So. Ja. Ich hatte aber auch noch irgendwas, aber ich habe es jetzt gerade auch nicht mehr greifbar. Ja. Ach so, Drei, ja, zwei, jetzt. achso. Ja. Was ich auch immer ganz schwierig finde, wenn die ältere Generation dann sagt, die Jugend von heute. Kann Und ich mit gef. steigendem Alter aber leider Gottes auch immer mehr nachvollziehen. Ja, okay, aber die Jugend von heute, vor 10 Jahren war ich die Jugend von damals. Heute ist die Jugend von heute eine Zehn andere. ist mutig, Timo. Zehn ist mutig. Ja, 10. Ah, Ich könnte habe auch acht gewesen sein.
Ich habe mich, ja, das ist wieder so Auslegungssache, ne? Ich habe mir auch letztens noch irgendwie vor einem knappen Jahr anhören dürfen, alles unter 30 ist Jugend. Wo ich mir denke so, ne. Auf gar keinen Fall. Ich arbeite seit 10 Jahren und fühle mich nicht jugendlich. Zumindest So. sagt mein Körper mir das. Ja, also das ist halt das ist schwierig halt, aber das ist dieses Pauschalisieren und diese ältere Generation. Ja. Und okay, wenn wir sagen, alles unter 25 ist Jugend, okay. Ja. Aber all darüber ist für mich keine Jugend mehr. Wobei ich auch sagen muss, da muss ich vielleicht die Älteren jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen, diese Aussage, die Jugend von heute. Ich weiß, dass ich die treffe, einfach nur nicht, weil ich irgendwen verteufel oder weil ich von irgendwas enttäuscht bin, sondern einfach, weil ich viele Sachen, die junge Menschen machen oder jüngere Menschen machen, einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Ja, okay, also Ne? ich glaube, das ist auch oft der Grund, warum die ältere Richtig. Generation das sagt, ja, aber damit haben die dann recht in dem, für sich. Und dann denke ich mir so, ja, nee, aber egal. Ja, das. Die pauschalisieren damit halt hart und das finde ich schwierig. Das ist halt so eine Aussage, die, Ja, das ist halt nee. so eine Zweidrittelpauschalisierung, ne? Das ist über die Hälfte, das ist die Norm, fertig. Ja. Okay, weiter. Weiter, ich bin dran. Ja. Was würdest du tun, wenn du für einen Tag unsichtbar wärst? Unsichtbar sein. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Da sagt er nichts. Cool. Weiß er nicht, was er sagen soll. Ich habe es geschafft. Ich frage mich einfach nur, ob da gleich noch mal irgendwas Sinnvolles kommt oder nicht. wir sind hier in so einem komischen Podcast, ich glaube nicht. Was würde ich tun? Keine Ahnung. Was tut man, wenn man unsichtbar ist? Zumindest nicht einschlafen. Ja, nicht auf die Straße legen. Ist blöd. Nein, du kannst ja nicht einschlafen, weil Augen zu machen geht ja nicht. Also geht schon, aber bringt nichts. Warum? Nur weil ich unsichtbar bin, heißt doch nicht, dass ich, wenn ich die Augen zumache, nicht schlafe. Ja, aber du kannst durch deine Augenlider durchgucken. Nee, das hat doch damit nichts zu Doch. tun. Andere Menschen Ja, können doch. mich nicht sehen. Das ist für mich die Definition von unsichtbar. Ich kann mich sehen. Natürlich. Das wäre ja sonst ganz schwierig. Richtig. Also ich sehe dann so, unsichtbar ist für mich, dass andere mich nicht wahrnehmen, nicht sehen können. Durch mich Okay. durchsehen können. Aber ich kann ganz normal sehen. Wie Ja, mit das ist dem, Definitionssache. wie mit dem, dem komischen Mantel oder Umhang da vorbei Harry Potter. So. Weißt Ja. du? Deswegen, ich wüsste ich nicht, keine Ahnung. Schabernack. Schabernack. Schabernack, ja. Einfach mal mit Gurken schmeißen im Aldi oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Frage ist halt auch, dann ist halt die Frage so, so wie ich das sehe, muss ich halt ganz normal durch Türen gehen und so weiter und so fort. Oder bin ich so ein all-overpowered, unsichtbarer, ich kann durch alles durch Typ. Es geht nur um unsichtbar. Geht nur um unsichtbar, ne? Ja, gut. Ja, keine Ahnung, ja, Schabernack. Nichts Sinnvolles auf jeden Fall. Und versuchen nicht zu sterben, weil man sieht mich ja nicht. Das ist, glaube ich, die größte Hürde. Weil einfach mal so auf den Markt gehen ist schwierig. Ja. Also meine kriminelle und geldgierige Ader würde wahrscheinlich dazu führen, dass ich irgendwie versuchen würde, an Kohle zu kommen. Oder das ausnutzen würde, um an Geld zu kommen. Wie, wüsste ich noch nicht. Und ansonsten würde ich möglichst vielen Leuten möglichst viele Streiche spielen und denen hart auf den Sack gehen. Ja, das meine ich ja so mit Schabernack. Ja. Aber mit Geld ist halt, habe ich auch überlegt so, aber ist halt blöd, weil wenn du dann so Geld in der Hand hast, das siehst du ja. Oder wird das auch unsichtbar? Das wäre ja Das Quatsch. weiß ich nicht, das steht hier nicht. Ja. Psychic Frage an den Autor. Games.com. Was ist dein Problem? Aha. Sprach ich. Das ist eine blöde Frage. Das. Oh.
Oh, ich habe vielleicht noch eine schöne. Das ist zu politisch. Ach, komm schon. Ja, okay. Was denkst du über Atomkraft? Eine relativ, ne, alles in Relation gesehen, eine relativ effiziente Methode, Energie zu gewinnen. Mhm. Sauber sei mal dahingestellt, weil du hast bei allem Abfallprodukte, was Energiegewinnung angeht, oder bei den meisten Sachen. Frage ist halt immer nur, in welchem Maße, weil auch so ein Windkraftrad gibt irgendwann einen Geist auf, wo muss ich irgendwo hin und weg. Ja. Wäre geiler, wenn sie sicherer wäre. Sie ist relativ sicher. Das Problem ist nur, aufgrund der Gier der Menschen, die dafür verantwortlich sind, werden solche Sachen wie Sicherheit gerne mal hinten angestellt. Ja. Oder beziehungsweise nicht als Priorität gesehen. Und ich glaube, dass dahingehend oder gerade deshalb die Atomkraft ein ganz großes Imageproblem hat, was sie nicht hätte, wenn diese Gier hinter allem nicht stehen würde. Weil ich meine, wenn du mal nach Asien guckst, gerade so Japan etc., ne, wir erinnern uns alle vor ein paar Jahren, Fukushima, das große Unglück, trotzdem werden die Japaner von Kindheit darauf gedrillt, wie geil doch Atomkraft ist. Ja. Verstehe ich. Ich verstehe deinen Standpunkt. Ich finde deinen Standpunkt eigentlich auch sehr gut vertretbar. Mhm. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen andere Sichtweise auf das ganze Thema. Ich sag auch, sauber kannst du in Anführungszeichen setzen, weil die Definition von sauber ist halt immer, deswegen sage ich politisch, die Politik sagt, CO2 ist scheiße, dann mach Atomkraft und schalt die Kohlekraftwerke ab, weil der CO2-Ausstoß eines Atomkraftwerks ist ja sehr gering, mhm. Weil es findet ja kein direkter Verbrennungsprozess statt, der CO2 ausstößt. So. Andersrum, ja, der Abfall, der dabei rumkommt, der ist natürlich dreckig. Sehr dreckig, so gesehen. Sehr umweltschädlich. Es gibt wohl jetzt eine Möglichkeit, das Abfallprodukt zu nutzen, um wieder Energie zu erzeugen. Mhm. So, natürlich bleibt dann auch wieder ein Abfallprodukt, aber dieses Abfallprodukt ist weniger, in Masse weniger, als wir es jetzt haben. Richtig. Also du hast irgendwie dann nur noch ein Viertel des Abfallproduktes, was übrig bleibt und was natürlich, wenn man es auf die gesamte Masse an Atommüll, den wir haben, runterbricht, eine Menge weniger ist. Ja, ist halt noch alles in den Kinderschuhen. An sich aber der Wirkungsgrad an sich von Atomkraft ist halt echt gut. So, kannst du halt schlecht mit erneuerbaren Energien und so weiter vergleichen. Ja. Ich finde halt immer, oder als diese ganze Atomausstieg-Diskussion und hast du nicht so Atomkraft, nein und so, ne? Dann fand ich das immer so, da kommt der mit dem komischen Aufkleber, Atomkraft, nein, ist schlecht für die Umwelt mit seinem 18 Jahre alten Diesel ohne Filter und hast du nicht gesehen, da lang geballert und ja, weiß ich nicht, so, ja. Ja, das war immer so, klar kann man den Standpunkt haben, verstehe ich auch, wenn man diesen Standpunkt hat, aufgrund ne, der Umweltbelastung oder auch der fehlenden Sicherheit oder der Angst vor der fehlenden Sicherheit, aber dann gibt mir eine Alternative. Ja, jetzt kommen wir halt wieder, jetzt kann ich kein konkretes Beispiel nennen. Ja? In Datteln wurde ein niegelnagelneues Kohlekraftwerk gebaut von E.ON. So. Ja. Dieses ist verglichen mit dem alten Atomkraftwerk, ja, Kohlekraftwerk in Datteln viel sauberer, viel leiser und viel weiter weg aus der Stadt. Es ist direkt neben der Stadt, ja, aber das alte Kraftwerk ist direkt in der Stadt. Ja, du kannst vom Meckes da, kannst du dir so einen Brennofen angucken. Jo. Da ist nur ein Zaun zwischen. Sag mal, ist doch mal ein Ausflug für Familienurlaub. Ja, genau. So ein Ausflugsziel, genau. Ja, und
Die Dattelner haben gegen das Kraftwerk gestimmt. Weil die gesagt haben, nee, wollen wir nicht, ist viel zu nah dran. Okay. Und viel zu dreckig und ne, überhaupt. Wo ich mir dann denke, so, ja, und das war dann halt nicer Move von E.ON. Die haben dann gesagt, so, ja, cool, dann lassen wir das Alte halt an. Viel Spaß damit. Ja. So, ja, ein bisschen dumm. Wieder, ne? wieder nicht zu Ende gedacht. Wieder nicht zu Ende gedacht. Und genau das denke ich halt beim Atomausstieg auch. So, ja, wir müssen davon weg, weil wegen des Mülls, ja. Aber ja, einfach dieses so, wir schalten die jetzt ab und nehmen dafür alte, richtig CO2-belastende Kraftwerke wieder in Betrieb. Das war der falsche Weg. Jeder nimmt so einen Dieselgenerator mit nach Hause. Ja, das ist der falsche Weg. So, ansonsten, richtig. Ja, ist es halt, wenn ein Unfall passiert, nicht so geil. Wenn jetzt in einem Kohlekraftwerk ein Unfall passiert, ja, auch scheiße, aber du bist halt nicht verstrahlt. Verstehe ich alles. Ne? Mhm. Aber man hätte halt so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt des Ausstiegs ein bisschen mehr nachdenken sollen, meine Meinung. Richtig, vor allen Dingen auch, ich sag mal, als Alternative, wenn du dann erneuerbare Energien nimmst oder Green Energy, wie der Schwede so schön sagt, ja, ist auch machbar, ist auch möglich. So, und dann hast du wieder die Kalupis, die da auf der Straße stehen und sagen, nee, so ein Windrad ist mir zu laut. So, Junge, ja. Mach ein Fahrrad in den Keller, schnall die Oma da drauf und die darf trampeln für deinen Föhn. Ja, das ist halt dieses... Es geht nun mal nicht ohne Nachteile, wenn du dieses Level an Quality of Life haben willst. Ja, das ist halt so... Irgendein Tod muss sterben. Richtig. Ganz einfach. So, entweder hast du überall Windräder, das dann nicht gut für die Tiere ist, die halt auch, wenn du dir so eine Fläche anguckst, die du brauchst, um vernünftig Energie zu erzeugen, immens viel größer ist als jede Kraftwerksanlage, vor allem moderne Kraftwerksanlage. Ja. Weiß ich nicht. Und schwierig, einfach schwierig. Generell ein schwieriges Thema, so Energieversorgung, finde ich. Zumal... ich sag mal, schwierig ist es nicht. Es ist nur schwierig, es allen recht zu machen. Ja. Und oder möglichst vielen Leuten recht zu machen, weil allen recht machen kannst du eh nicht. Ja, und da wir sowieso mit allen Kraftwerken in Deutschland den Energiebedarf Deutschlands nicht abdecken können, kaufen wir ja Energie ein. Rate mal, wovon, von was für Kraftwerken die kommt. Richtig. Ne? So viel zum Thema grüner Strom. Hm. Der leuchtet grün vielleicht, ja. Kann sein. So, ich habe noch, ich sag mal so zum Abschluss, ich weiß gar nicht, was die Uhr sagt. 32, gleich 33. Da komm, eine mache ich noch, weil die möchte ich jetzt bitte durchballern. Durch was? Ballon. Ballon, okay. Und welcher Film würde besser sein, wenn er ein Musical wäre? Besser oder lustiger? Das ist ja egal. Boah, lustiger so ziemlich jeder, der keiner ist. besser, wenn es ein Musical wäre. Denken. Also ich bin da gerade wieder, ne, um einfach mal wieder den Schlenker auf unser ewiges Diskussionsthema zu ziehen. Ich finde, so Fast and the Furious als Musical wäre schon verdammt cool. Aber ich glaube, gibt schon, nennt sich Grease. Ja, ungefähr. Ich bin gerade bei, also ich habe auch Fast and Furious im Kopf gehabt, dann dachte ich mir aber so, ja, aber das wäre halt lustiger, besser wird der nicht. So, ne? Zombieland. Zombieland als Musical? Ja, okay. Das wäre der Shit, glaube ich, weil der ist ja eh schon lustig. Ja. Ne? Und dann noch als Musical mit den Schauspielern, Junge, go for it. Ich glaube auch so Sachen, die von der Produktion her schon relativ nicht episch sind, aber so relativ pompös sind. Ich sag mal so Herr der Ringe, nein. Aber so Fluch der Karibik wäre auch noch geil. Ja. Ich stehe, glaube ich, auf tanzende Piraten, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Ja, aber leg dir doch mal bitte tanzende und singende Zombies. Voll gut. Ja, gibt's ja. Ja. Also, ich weiß. Ne, Thriller-Musikvideo von Michael Jackson, hallo? Ja.
Ist halt, also lustiger werden mit Sicherheit oder, viele oder so, Filme. So ein schöner, stumpfer 80er-Jahre-Actionstreifen, so Stirb langsam oder Terminator. Ja. Das wäre auch noch mega gut. Ja, das ist halt. Ist, lustiger werden sie, glaube ich, alle. Ja. Ja, Punkt. Nicht unbedingt. Kommt natürlich auch auf die Grundlage, wenn du da wirklich so einen dramatischen Film hast oder so. Filme, habe ich mich die Tage noch mit meiner Frau drüber unterhalten. Filme, die ich nicht nochmal gucken kann, weil ich danach einfach 3 Wochen schlechte Laune habe. Ja. Einige. Kategorie Requiem for Dream oder die letzten Glühwürmchen oder so. Ja, ja, ja. Filme, die ich mir einfach nicht mehr angucken möchte. die aber auch darauf gepolt sind. Oder auch so Schindlers Liste, glaube ich, wäre als Musical jetzt auch nicht so geil. Nee. Wahrscheinlich nicht. Na. Ja, gut. Dann haben wir doch, ne? Ja, ich glaube, ne? Würde ich so sagen. Ach so, übrigens. Spoiler-Alarm. Ihr könnt jetzt Merch kaufen. Können wenn wir, ihr Bock habt. Ist schon fertig? Nee, aber gleich. Wenn die Folge da ist, dann ja. Ja, dann. Hoffe ich. Geht auf unsere Homepage. Gesagt, jetzt musst du das auch. Ja, geht auf unsere Homepage, da findet ihr den Shop. Ansonsten in der www.hauptzeug.com.de, Junge. De? Sind wir noch gar nicht international? Nein, wir sind nicht kommerziell, deswegen de. Wir haben ja Domainfreiheit in Deutschland, da kannst du nicht alles hinterschreiben. Ja, aber wir haben de. Okay. So. Ne? Ich weiß also nicht. www.kropzeug.de. Korrekt, dort findet ihr den Shop. Ansonsten direkt zum Shop ist dann auch ein Link. Ich kenne den Link nicht, aber überall. Geht einfach auf kropzeug.de. Da findet er das. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Viel geredet. Nichts gesagt. Schönen Sonntag noch.